Aubameyang macht den Abflug nach London. Der Top-Torjäger von Borussia Dortmund traf am frühen Nachmittag mit seiner Familie am Flughafen Dortmund ein. Wie die Ruhr-Nachrichten berichten, hob die Maschine mit Aubameyang an Bord dann um 13.31 Uhr ab. Flugziel London. Nach dem Abgang von Mario Gomez will der VfL Wolfsburg offenbar nochmal in der Offensive nachjustieren. Wie der Kicker berichtet, steht Ademir Memedi unmittelbar vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zu den Niedersachsen. Demnach wären die Wölfe bereit, bis zu 10 Millionen Euro Ablöse für den Schweizer zu zahlen. Memedi erzielte in der laufenden Spielzeit in 15 Pflichtspielen 2 Tore. Paris Saint-Germain hat offenbar Interesse an Realstürmer Karim Benzema. Wie die spanische Sport berichtet, soll der Franzose wohl Edinson Cavani ersetzen, denn der denkt wegen seines schwierigen Verhältnisses mit Neymar über einen Abgang von PSG nach. Marc Bartra wechselt offenbar zu Betis Sevilla. Wie spanische Medien berichten, geht der Dortmunder bis zum Saisonende auf Leihbasis zu den Andalusiern, die anschließend eine Kaufoption auf den 27-Jährigen besitzen sollen. Der Hamburger SV versucht alles, um Eigengewächs Jan Fiete abzuhalten. Dem 19-Jährigen winkt laut Sportbild eine Vervierfachung seines Gehalts. Statt bislang 500.000 Euro soll Arp künftig 2 Millionen Euro jährlich verdienen. Im Abstiegsfall könnte er den Verein für 10 Millionen Euro verlassen. HSV-Chef Heribert Bruchhagen erklärte, die Entscheidung liege jetzt bei Arp.